Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. 0:0 gerecht, Punkte verloren oder wie willst du es einordnen? Ja gut, wir haben uns vorgenommen, hier 3 Punkte natürlich mitzunehmen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Am Ende, glaube ich, war es ein gerechtes 0:0, wobei es kann auch 1:1 ausgehen. Beide Mannschaften haben eine gute Chance. Ich glaube, den Aluminiumtreffer, Heidi verzieht knapp übers Tor. Also ich denke, 1:1 wäre hier auch in Ordnung gewesen, aber am Ende ist die Punkteteilung gerecht. Ich glaube, auf die 90 Minuten gesehen haben beide Mannschaften nicht großartige Torchancen. Deswegen, glaube ich, geht das unentschieden in Ordnung. Vielleicht haben wir die eine oder andere halbe Chance mehr, sage ich jetzt mal. Vielleicht der Schuss von Heidi. Aber sonst insgesamt muss man sagen, ist das 0:0 gerechtfertigt. Zweite Halbzeit habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, fehlte vielleicht so ein bisschen die Kraft nach der englischen Woche, kann das sein? Ja, das kann man halt immer sagen. Ich sehe es halt so, dass der Gegner sehr defensiv stand. Sie haben uns wenig Räume gelassen in diesem kompakten Feld, sage ich mal kleinen Feld, ist das dann schwierig, Räume zu reißen. Ich glaube, wir waren bemüht. Der Gegner stand sehr, sehr defensiv und hat auf Konter gelauert. Ja, doch, glaube ich, auf jeden Fall bei beiden Mannschaften war sehr, sehr heiß. Und dann die letzten Spiele waren sehr intensiv. Dann immer noch in der Nachspielzeit mussten wir immer noch einen drauflegen, um dann noch ein Tor zu erzielen, was uns auch gelungen ist. Aber ich denke, das ist normal, dass da dann ein paar Prozent dann fehlen. Ja gut, ist auch nochmal wärmer geworden heute, glaube ich, als der Anstoß passiert ist. Dann die 3 Spiele in 6 Tagen. Sowas macht, glaube ich, jeden ein bisschen müde. Und ja, aber ob da jetzt irgendwas gefehlt hat, ich glaube, es ging dann zum Schluss relativ hin und her. Wir haben gestern auch andere Spiele gesehen, die auch hin und her gegangen sind in der 3. Liga. Von daher, also ich glaube, das ist normal. Stand es heute wieder in der Startelf nach Pause in den vergangenen beiden Spielen. Wie bist du zufrieden selbst heute? Ja gut, es war heute definitiv, glaube ich, nicht mein Spiel, weil wir haben wieder viele lange Bälle gespielt. Der Rasen war eine absolute Katastrophe, meiner Meinung nach nicht drittligatauglich. Und konnten wir einfach unseren Spielstil, den wir eigentlich haben oder führen wollen, gar nicht spielen. Und dann war es natürlich für mich schwer, ins Spiel reinzukommen. Aber an sich, denke ich, hat keiner überragend gespielt, keiner hat sich irgendwie hängen lassen. Also es war eine durchschnittliche Partie in der 3. Liga und so sehe ich mich auch. Alles klar, und 8 Punkte jetzt aus 4 Spielen, was kann man da als Fazit ziehen? Ja, besser gestartet als letzte Saison und wenn das so weitergeht, dann glaube ich, das ist eine ganz gute Quote. Alles klar.